Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Slayaway Camp. Heute Halloween. Ich hab mir gedacht, hängen wir noch eine Episode dran, denn es läuft ja aktuell im Kino Slayaway Camp 2, Return to Slayaway Camp. Da waren wir jetzt mal stehen geblieben. Ich denke, da können wir jetzt auch durchaus weitermachen. Das hat man noch nicht, oder? Right to Remain Deadly. Gab es das damals schon auf VHS? Kapitelauswahl? Nein, natürlich nicht. Ach, ihr Kinder da draußen, ihr wisst ja gar nicht mehr, was VHS ist. Nur noch die wenigsten dürfen das wissen. Oh. Hallo? Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Okay, so geht das. Wie komme ich denn jetzt an den Polizisten da oben vorbei? Will mich auch nicht erwischen lassen von ihm. Dann machen wir das mal rückgängig. Fangen wir mal von vorne an. Wir können an den Polizisten ohne Probleme vorbei. So weit, so gut. Hier hoch. Dann den Teenager killen. Zum Ausgang kommen wir aber nicht, weil die Polizei da oben steht. Wenn ich jetzt nach oben gehe. Stop right there. Klar, das funktioniert nicht. Lass mich mal kurz nachdenken. Ist da bestimmt wieder. Ich komme ja da nicht hoch, das ist das Problem. Okay, machen wir das nochmal komplett von Anfang an. Hier habe ich nur die Möglichkeit, nach unten zu gehen. Wenn ich jetzt wieder hochgehe. Ich darf einfach nicht vor dem stehen bleiben, vor dem Polizisten. Das ist das Problem. Aber durchrauschen darf ich schon. Ah, dann klappt das. Okay. Murderlicious. Sehr schön. Triple Truncheon. Whatever. Immer mehr Polizisten, was ist denn hier los? Pff, Polizeiferienlager oder was ist hier los? Kann ich dich ausschalten? Soweit, so gut. Wie komme ich denn an den Jugendlichen ran? Das ist das Problem. Hier nach unten. Es wird schon tricky. Niemand hat gesagt, Halloween wäre einfach. Geil, das war unser Special Kill, oder? Und tschüss. Bloodthirsty. Sehr schön. Tripophobia. Och, ein Ömmerken. Ach, okay, jetzt haben wir hier das Problem mit den Löchern. Offensichtlich will er von mir, dass ich direkt nach links gehe, um den ersten Jugendlichen zu töten. Mal sehen, was passiert. Okay, jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht an die Oma da oben rankomme, ungeschoren. Oder ist das gar keine Oma? Könnte auch ein komischer Jugendlicher sein. Dann fangen wir nochmal komplett an. Falsche Taste gedrückt, um ehrlich zu sein. Gehen hier hoch. Erschrecken ihn. Dann habe ich aber genau das gleiche Problem, dass wir dann auch auf das Loch geraten. Nochmal. Ah, knifflig, knifflig, knifflig. Natürlich hier unten entlang. Okay. Und dann sollte ich doch in der Lage sein, zurückzukommen. Ja, genau. Oh, okay, manchmal ist es so easy. Oh. Crime Scene Scream. Oh nein, schon wieder Polizisten. Das war recht easy.
Freeze, police. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Wo kam der denn her? Steht ja schon die ganze Zeit. Habe ich jetzt nicht wahrgenommen durch das, durch die Sprechblase. Nee, lass das mal. Ich wollte die Ansicht nach oben, genau. Man kann ja auch so eine Überkopfansicht einstellen. Ich glaube, mit ihm anzufangen ist eine gute Idee. Oder eine doofe Idee. Komplett an. Ich gehe einmal hier hoch. Kann den Polizisten ausschalten. Mist, nochmal. Muss ich doch ihn zuerst ausschalten. Der da steht. Den Polizisten hier unten. Soweit, so gut. Ja, du kannst ruhig wegrennen. Oder zumindest versuchen wegzurennen. Das bringt dir eh nichts. Zu Tode gestampft. Zack. Damit können wir uns auf jeden Fall schon wieder was Neues im Shop kaufen. Kitsch Crush. Die denn? Die ist doch auf Drogen. Ich kann bestimmt... nee, oder? Kann der Schrank umwerfen? Replay! Ach, ich mag dieses Spiel. Nett. Excellent. Finish in 7 turns. Forest Frenzy. Oh my god. Er will doch bestimmt von mir... Moment mal. Ist das so einfach? Ihn zu killen? Der rennt weg. Nee, komme ich nicht mehr da runter. Dann hätte ich den da unten zuerst killen müssen. Lass mal kurz nehmen. Ich dahin, dahin, dahin. Das funktioniert jetzt nicht. Nach oben bringt mir gar nichts. Aber dann haben wir keine Turns mehr. Rennt er da hoch? Wo komme ich denn jetzt da runter? Komme ich gar nicht mehr, oder? Beziehungsweise, wie komme ich da hoch? Das ist das Problem. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Nochmal von vorne. Muss ich doch den Rothaarigen zuerst erledigen? Weil einer von beiden läuft weg. Das ist das Problem. Wenn ich von hinten komme... Ich komme da nicht hoch. Das ist das Problem. Wenn ich hinter den Roten kommen würde, also den Rothaarigen... Würde ich mich gar nicht bemerken. Ob das so geht? Fehlt mir auch ein Turn. Fragen wir mal nach Hilfe. Hilfe! Meisterkiller! Sometimes going the long way around is actually the shortest. Ja, more help. Mach mal. Ach, manchmal kann es so einfach sein. Ich habe einen Schritt zu viel gemacht, jetzt, oder?
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt klappt's, ja, okay. Ah, kann die Polizei kommen? Mir egal, ich bin weg. Kill Crazy. Kill Crazy, klar. Bookcase Blues. Oh, Polizei wieder. Aber ich habe eine Idee. Wenn ich den Jungen da oben erschrecke, nimmt er sich gar nichts von an. Fangen wir neu an. Probieren wir es über die andere Seite. Polizisten loswerden, okay. Frage ist, obwohl ich habe ja genug Zeit, oder? So. Genau. Ja, ist schon cool, wenn man keine Zugbegrenzung hat. Hot Springs Havoc. Ach ja, da sind sie, die Teenies. Und mitten in der Nacht wollen sie baden gehen. Mhm. Ha. Ich vermute mal, man muss die ins Wasser reintreiben. Hier hochgehen. Perfekt. Wo perfekt ist es erst, wenn ich den Ausgang gefunden habe. Ich da hingekommen bin. Hier zurück. Nee, Moment. Ich kann hier noch. Das bringt nichts. Da kommt alles ins Wasser. Ins Wasser. Ich habe nur die Möglichkeit, einfach dann nach rechts zu gehen. Dann lande ich auch im Wasser. Nur hier runter. Ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Ach so. Oh. Klar, der hält doch am Ausgang automatisch auf. Oder hört er auf? Rennt doch nicht durch bis ins Wasser. Mensch, MS Standard, sei doch nicht so Panne. Swimming Hall Horrors. Toilettenhäuschen, oder wie? Können wir den da. Jetzt sag nicht, den können wir vors Toilettenhäuschen rennen lassen. Das wäre jetzt ziemlich cool. Achso, wollte ich das eigentlich gar nicht machen. Nochmal. Ich wollte den nämlich jetzt eigentlich erschrecken. Genau so sollte das laufen. Davon abgesehen, dass ich da jetzt nicht mehr rauskomme. Also geht das so nicht. Ja, liebe Zuschauer, ihr denkt vielleicht, das Leben eines verrückten Serienmörders wäre einfach. Nein, ist es nicht. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich kipp das Ding mal um. Nur vorsichtshalber, dass der Jugendliche dann da nicht vorrennt. Genau. Sonst hätte das Ding nämlich jetzt wieder umgekippt. Wäre wieder eine Falle gewesen. Das hätte ja gar nichts gebracht. So far, so good. 12 of early international teams before the SWAT team arrives. Also wieder begrenzt Zeit. Ach Quatsch. Ja, ja, schon gut. Finish in 6 turns. Das klingt ein bisschen. Ich glaube, der jetzt gerade weggerannt ist, den muss ich als erstes erledigen.
Manchmal ist es am besten, man tut gar nichts. Aber noch bin ich hier nicht weg. Und ich schaffe es auch nicht, mit zwei Zügen hier rauszukommen. Also wird es wohl doch daran liegen, alle zu erschrecken? Nee, das kann ja nicht sein. Nochmal. Kauf mal einen Tipp. There's truly no need for insanation. Ja, aber wie erschrecken? Wie erschrecken? Die müssen alle nur alle weglaufen. Mehr brauche ich von denen nicht. Das ist ein guter Anfang. Er rennt in das Feuer, sie erschreckt sich, rennt oben in das Feuer. Und der andere erschreckt sich da. Überhaupt kein Problem. Nee. Das bringt's auch nicht. Mach mal. Ist das so einfach? Halt. Was mache ich denn? Na, ah, wieder falsch Taste gedrückt. Runter dahin. Warum habe ich denn die ganze Zeit so auf dem Schlauch gestanden? Ich habe mich nämlich jetzt darauf... Ja, ich habe mich darauf konzentriert, die zu erschrecken und nicht direkt abzuschlachten. So wie sich gehört für Jugendliche. Please, make it stop. The final scene. Use scroll wheel or Z key to zoom in or out. Ja, gut. Ah, okay. Zeit habe ich genug, oder? Jeder Weg endet im... Ich betrachte das mal von oben. Ein bisschen was von Pac-Man jetzt. Was singt der denn da für Mist? Friendship is the answer. Friendship is the key. Wie eine Platte, die einen Sprung hat. Wenn ich dahin gehe, kann ich nur nach unten. Nach rechts hängt einmal hier den Weg rum. Ich probiere nochmal den langen Weg hier rum. Geht's hier rum? Ja, da renne ich ins Feuer. Darüber, es bringt alles nichts. Ich kann den auch nicht erschrecken von da aus, oder? Probieren wir es nochmal von vorne. Gehen wir einfach mal den anderen Weg. Kommen wir aber wirklich nur ins Feuer rein, das ist das Problem. Kann das wegschieben? Nee. Nochmal. Mist. Lass uns mal einen Tipp geben. Das ist ein Hinweis, der mir überhaupt nichts bringt. Ich stehe da bestimmt wieder einfach nur auf dem Schlauch.
Erst ins Feuer reinrennen ist, wie gesagt, nicht gut. Ich lasse mir den Tipp anzeigen. Ja, soweit war ich auch schon. Naja, ich hatte sowas von Anfang an vermutet, dass wir einmal komplett hier rum müssen. Nee, Moment. Jetzt aber. Ja. Endlich für Ruhe gesorgt. Movie complete. Der dritte Movie heißt Slay Away Camp 2,5. Nee, ist klar. Another Return to Slay Away Camp. Aber euch wünsche ich erstmal ein schönes Halloween. Kommen noch ein paar Videos heute, wenn alles so läuft wie geplant. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.